Du, Coiffeure sind zu und wir haben drei kleine Kinder daheim. Wie soll es einem gehen? Nein, Spass beiseite. Mir geht es gut. Wir haben das Glück, dass wir eine grosse, helle Wohnung haben mit einer grossen Terrasse. Das macht alles ein bisschen einfacher. Und zudem sind wir natürlich in unserer Branche gewohnt, von daheim aus zu arbeiten. Das macht es definitiv auch leichter. Was ungewohnt ist, ist die hohe Anzahl an Videokonferenzen. Ich finde das, muss ich ehrlich sagen, auch recht ermüdend denn. Also ich bin am Ende vom Tag immer recht geschafft und eine Kundin hat das Letzte wirklich auf den Punkt gebracht. Sie hat gemeint, sie fühle sich wie ein Callcenter im Moment und das kann ich definitiv unterstreichen. Grundsätzlich sehr gut. Wir haben unser Team sehr schnell können auf die neuen Umstände anpassen. Das Team hat super sensationell mitgemacht. Wir haben zudem auch sehr schnell das Gespräch mit unseren Kunden aufgesucht, haben offen über Budgetthematik geredet und offen über Ressourcen geredet. Ich glaube, das hat insgesamt sehr geholfen, dass wir versucht haben, auch sehr transparent und sehr offen mit der ganzen neuen Situation auch umzugehen. Das ist, glaube ich, sehr geschätzt wurde und darum haben wir es bis jetzt eigentlich nicht schlecht gemeistert. Also einerseits die klassischen, die, so glaube ich, jeder in der heutigen Zeit hat, also einerseits mit der Unsicherheit müssen umzugehen und mit der ganzen neuen Situation müssen zurechtkommen. Ich glaube, das könnte jeder von uns. Und im Rahmen der Geschäftsleitung ist man auf einmal mit einer neuen Budgetsituation konfrontiert. Man muss neu planen. Man muss den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen Sicherheit können geben. Die verdienen das. Und so verlässt man natürlich ziemlich schnell die Komfortzone, ob man will oder nicht. Und das ist definitiv eine Herausforderung. Wir spüren, dass für viele von unseren Kunden mittlerweile der E-Commerce-Kanal die einzige Einnahmequelle ist. Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir so natürlich einen wirtschaftlich wichtigen Beitrag können, leisten. Wir spüren aber auch, dass neue Wege und Lösungen in digitaler Hinsicht gesucht werden. So haben wir vermehrt Anfragen jetzt auch in den letzten Wochen gehabt, querbeet von B2C über B2B-Anbieter. Wo jetzt wollen den gesamten Verkaufsprozess digitalisieren. Also man redet nicht mehr nur von E-Commerce. Und damit bekommt natürlich das ganze Thema halt eigentlich eine größere Relevanz über. Also viele Unternehmungen sehen jetzt im Digital Commerce, wie wir das jetzt nennen, eine große Chance, um sich für die Zukunft fit zu machen. Und da können wir natürlich im Moment sehr gut unterstützen. Auf ganz viel. Ich bin stolz darauf, dass wir für unsere Kunden so einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag können leisten können. Unsere Mission ist, für unsere Kunden durch Digitalisierung immer einen kommerziellen Erfolg zu generieren. Und das können wir jetzt besser denn je eigentlich auch beweisen. Und ich bin sehr stolz auf unser Team und auf unsere Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz, wie aber auch in Spanien. Sie sind grossartig. Wir haben so viel Solidarität und so viel Flexibilität gespürt von allen Seiten im Team, das hätte ich so nicht erwartet. Und das ist wirklich toll und das macht mich sehr stolz. Alles wird gut.